So, willkommen zurück bei Super Smash Bros. Für die Wii U. Ja, ja. Hab sogar einen Charakterwunsch mal geschrieben bekommen, dass ich... Okay, der hat schon Angst, der geht schon, bevor ich überhaupt anfange. Ich solle doch mal Pit oder Dark Pit benutzen, also finstere Pit. Und da ich enttäuscht bin vom normalen Pit, ich meine, die zwei sind nahezu gleich auf, finde ich. Aber Dark Pit gefällt mir besser in der Hinsicht mit den Pfeilen. Beim normalen Pit bin ich halt extrem enttäuscht von den Pfeilen, weil ich habe es geliebt im Brawl Arrow Loops und Arrow Rain und so einen Kram zu machen. Das hat einfach so meinen Style-Faktor gebracht. Und das geht hier nicht. Da hat zu wenig Range damit. Weil war das gar nicht broken? Bitte nicht so ein Lager. Bitte nicht. Da habe ich gerade keine Lust drauf. Au. Dieser Baum. Da kommt eine Nuss raus? Okay. Ach, die Musik ist schön hier. Oh Gott. Muss man mit Villager so spielen? Um Erfolg zu haben? Keine Ahnung. Ich spiele mit Villager nicht. Ich kann es euch nicht sagen, ob... Aber ich weiß, dass der Side Smash zumindest doof zu treffen ist. Hab mich getroffen. Verdammt. Wie habe ich denn das umgedreht? Das sah ja ulkig aus. Zack. Oh, der war gut. Warum ist er nicht abgesprungen? Stimmt, man sollte nicht alles hinterfragen. Yay! Nee, aber, ich glaube, Dark Pit hat minimal mehr Durchschlagskraft und Pit hat kürzere Recoveries. Ich habe es mir nicht wirklich angeguckt. Könnte auch absoluter Bullshit sein, also halt nicht drauf. Aber ich mag auch Dark Pits Musik mehr. Ich habe ja Kid Icarus Uprising gespielt, komplett. Und ich finde das Theme von ihm einfach viel cooler. Hui! Ich glaube, das macht mir Spaß. Hui! Na, willst du noch eine Bowlingkugel werfen? Schade. Bam! Du kannst währenddessen du das Wasser machst, dich bewegen mit dem Villager. Wusste ich gar nicht. Hui! Drüber gesprungen. Okay, er kann aber auch selbst durch den Baum nicht durchschießen. Das ist gut. Das ist fair. Schade, ich wollte einen Kopfsprung geben. Nein. Ich wollte nicht smashen gerade. Weg. Oh, schade. Das hatte Style, das muss man echt zugeben. Hätte das jetzt getötet, hätte ich den Kampf aufgenommen. Also, nochmal zusätzlich. Nicht nur jetzt im Video. Mann, jetzt sterb. Das haben die aber auch geändert, oder? Ich meine, in der Demo ist der Gyroid nur explodiert, wenn du den getroffen hast. Boah, Mann, hör auf zu rollen, Alter. Hui. Okay, ja, das ist selbst gebracht. Oh yeah. Ich finde vor allen Dingen finsterer Pit cooler, weil der... Es hat so... Ein Anti-Held. Man kann eigentlich nicht sagen, dass er böse ist, so richtig böse oder so, aber...
Ja, ich finde, Anti-Held trifft's doch ganz gut. Ja. Ich wechsle jetzt aber auch mal auf Pit. Vielleicht sieht man dann einen kleinen Unterschied. Also auf jeden Fall ist das hier schon mal schwächer. Ich glaube aber, dafür ist das hier halt auch schneller von der Ausführung her. Ich glaube, du kommst damit aus Kombos raus. Nee, du hast ein... Ja, Super Shield hatte normale... der Dark Pit auch. Nee, ich kann euch nicht den Unterschied sagen. Ich könnte mich jetzt informieren irgendwo, aber... Das interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Gott, ich hasse diesen kleinen Affen. Donkey Kong ist viel cooler in dem Spiel. Huch. Wieso ist der Pfeil eigentlich eben durch ihn durch? Es ging ihn durch und durch. Wow. Ja gut, das, also Pit ist natürlich so ein Char, der mehr auf Zoning legt, aber ich finde, so gut kannst du mit seinen Pfeilen nicht mehr so. Es ging mal besser. Das sah ulkig aus. Hui. Dankeschön. Oh, falsch rumgedreht. Nein! Nein, 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 nein. Gott. Oh yeah. Nein, langt nicht. Ja, wenn's beim ersten Mal nicht langt, langt's beim zweiten Mal wahrscheinlich auch nicht, weil deine Blacklist dann dazwischen funkt. Und jetzt Smasher Spam bringt's auch nicht. Damit triffst du nie. Das ist sehr, sehr selten. Immer diese Affen. Dass die Affen sich auch noch so affig verhalten müssen, ne? Bam. Hi. Oh fuck. Da wusste ich, dass ich tot bin. Da konnte ich nichts machen. Immer mal einen unten Smash bringen. Ist immer gut. Na, hab ich da Banane gefangen? Ich kann auch mal ein bisschen smashen hier. Hui, ich habe ihm noch einen Kopfsprung gegeben. Zumindest bin ich vorne abgesprungen. Bam. Schade, ich hätte ihn gerne da unten noch getroffen. Ja, gut, mit Pit kann man auch spielen. Wie gesagt, ich finde, die zwei lassen sich eigentlich wirklich relativ identisch spielen. Ich finde jetzt spontan keinen Unterschied. Aber wir bleiben weiter bei Pit. Ich mache den ganzen Part jetzt mit Pit voll. Machen wir wieder finsterer Pit. Ja, okay, der Final Smash unterscheidet sich, aber ich spiele eh nicht damit, also von daher... Ich verwirre jetzt meinen Gegner. Ich nehme jetzt den normalen Pit mit finsterer Pit. Uhaha. Oh, jetzt haben wir den Big Rome. Und ich finde es lustig, wie mir Mario Kart Stress macht in diesem Spiel. Genauso, also, dass mir halt in diesem Spiel nicht Stress macht, außer die Mario Kart Stage. Das kann doch nicht sein, ey. Oh, der eine geht raus mit Diddy Kong und der nächste kommt rein, oder was? Okay. Hier ist ein Delay drin. Nein. Oh. Ich dachte, er geht drüber. Du glaubst, dass du jetzt mit Passivspielen gegen mich punktest? Dass du jetzt mit deiner Banane ankommen?
Gut. Wenn das so laggt, dann muss ich eben auf das hier setzen. Auf Attacken, die mehr Range haben. Ich habe hier wirklich einen harten Delay drin. Nope. Zack. Oh. Ich habe da auch schon längst A losgelassen, ey. Ich kann jetzt... Ich drück jetzt. Gesehen? Schon... Schon ein kleiner Delay, aber ich weiß nicht, ob man das richtig sieht. Junge, kämpfen. Kämpf oder bring dich selbst um, wenn du keinen Bock hast. Alter, wie das laggt, ne? Guck mal, jetzt will er es ausnutzen, dass es laggt. So. Boah. Einen Schaden gemacht. Jawohl, I got that. Electroshock. Nervt mich zu sehr, um zu kommentieren. Das ist unglaublich. Aber ich schaff's selbst in dem Leck noch, dem seinen Smashes auszuweichen. Es wirkt nicht laggy, aber es ist es. Es läuft ja an sich flüssig, aber halt der Ping ist hoch. Zudem. Na gut, ich weiß, wenn der Buddha ist. Könnte ich ja mal gucken. Ja, da habe ich zum Beispiel eigentlich auch nur einmal gedrückt. Naja, egal. Die Runde müssen wir jetzt so weitermachen. Hä? Ich weiß manchmal selbst nicht, was ich mache. Ja, meinetwegen. Ja, ich hab die Nuss gefangen. Krieg ich jetzt dafür was? Bitte kein Smash. Der Nachteil an Doppeltreffern. Man kann halt, wenn man Pech hat, fliegt der Gegner raus. Ich kann so nicht gescheit spielen. Das nervt mich. Was willst du machen? Willst du noch ewig weiterschilden? Irgendwann geht's kaputt. So, noch einmal. Ich könnte es jetzt so lange spammen, bis ich einen Shieldbreaker provoziere. Ich glaube, langsam geht's. Ja. Oh je. Aber so gegen Ende ging es. Da hat sich der Ping irgendwie gelegt. Vielleicht hatte der irgendwas offen gehabt. Ich weiß es nicht. Weil es hat auf einmal nachgelassen. Ich mache immer für Ausnahmen ich alles aus. Weil ich ja weiß, dass Smash Bros. So ein Spiel ist, was gerne mal laggt. Nee. Ja, ja. So, da wir jetzt aber noch ein, zwei Minuten übrig haben, würde ich sagen, lassen wir es jetzt mit dem Online-Modus. Und ich zeige euch noch... Ich zeige einfach mal so ein, zwei Modi hin und wieder mal. Halt was Neues. Die Smash-Tour ist neu. Ich mache aber nur die kleine und nur mit 15 Runden. Dann geht's relativ schnell. Smash-Tour ist an sich super. Also, mir gefällt er nicht. Ich finde ihn sehr, sehr langweilig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es mehr Spaß macht, wenn man... zu viert ist. Weil ich finde den Spielmodus generell langweilig. Da gefällt mir das Smash Run um einiges besser. Holen wir uns erstmal Peach.
Also, wir sind hier auf dem auf dem Spielbrett und laufen halt rum und sammeln Power-Ups, je nachdem, was wir halt würfeln. Und immer wenn zwei Stück aufeinandertreffen, kommt es dazu, dass halt ein Kampf kommt. Und wenn der Gewinner des Kampfes hat halt die Möglichkeit, eines anderen Spielers Kämpfer zu bekommen, zum Beispiel. Es kann auch sein, dass du gar keinen Kämpfer mehr hast, dann machst du halt in diesen Runden nicht mit. Und du kriegst halt auch Power-Ups und sowas. Ich denke mal, jetzt wird das eventuell sichtbar. Genau, da. Zero Suit verloren und King DDD verloren und ich habe Donkey Kong bekommen. Jetzt hat zum Beispiel... Ja, okay, die haben noch beide einen. So, verbleibende Runden 14. Und das geht halt jetzt 15 Runden lang. Na komm, Martine. Und was ich halt auch nach wie vor blöd finde, du kannst die Computer nicht einstellen. Och, muss das jetzt jede Runde sein? Ich wollte es eigentlich kurz machen. Also ihr sammelt dann halt... Ja, meinetwegen. Habe ich jetzt X gedrückt? Wenn ich jetzt X gedrückt habe, habe ich ein Problem. Nee. Achso, ja, und da gibt's halt dann verschiedene Modi. Zum Beispiel, jetzt haben wir alle eine Blume auf dem Kopf. Und es geht letzten Endes wirklich nur darum, auf diesem Schachbrett rumzulaufen. Ich bin so langsam. Und gegen NPCs, da sie nicht einstellbar sind, langt es in der Regel, wenn man einfach nur Smash spammt. Ich finde auch vor allen Dingen, wenn jetzt es unausgeglichen ist, von der Spielerstärke her, macht das Spiel hier sowieso keinen Sinn. Weil du kannst dem anderen alles abluchsen, du kannst ständig in den Reihen laufen. Frage ich mich echt, wofür spielst du das dann noch? Wow, ein. Jetzt komme ich da runter. Naja, schauen wir mal. Aber das geht halt jetzt, wie gesagt, 15 Runden lang und am Ende kommt dann ein Finale, wo man dann mit allen Kämpfern, die man hat, kämpft. Und das ist dann halt Last Man Standing. So. Gut. Haben wir hier warm. Ach, ich darf nicht mal aussuchen und ich kann nicht mal mittendrin bremsen. Wenn wir halt auf allen von diesen Casteln waren. Ah, da seht ihr zum Beispiel jetzt der Computer 1, der hat jetzt nichts mehr. Statuswerte eines Gegners sind im Kampf lang 0. Meinetwegen der. Das ist mir relativ egal. Ja. Meiner Meinung nach nicht der spannendste Spielmodus, aber... gibt mit Sicherheit auch Leute, die das gern spielen. Aber ich finde, das Smash Run ist wesentlich toller. Vor allen Dingen, du levelst hier so... Aua. Du levelst hier so unausgeglichen. Man levelt halt gerade wirklich das, was da halt rumliegt. Du siehst es... Also du hast das eigentlich kaum im Überblick, was du gerade eingesammelt hast und was nicht. Ist halt ein bisschen schade. Wenn du es mit NPC spielst, kannst du eigentlich sagen, jede fucking Runde gibt's einen Kampf. Weil die sich immer so hinstellen mit Absicht. Das ist halt ein bisschen... Ich bevorzuge nach wie vor den Smash Run. Prepare yourself. So. Da war meine Falle. Kann ich mit Donkey Kong spielen? Fange Items automatisch. Meinetwegen. Oh, ich hab Donkey Kong. Oh, Donkey Kong. Oh yeah.
Rexplisser. Blödes Pokémon auf dem Feld. Hast du das Pokéball Smash? Achso, fange Items automatisch. Endivie. Cool. Hat Endivie nicht Tackle? Ja. Ja, den habe ich noch getötet. Wie viele Minuten haben wir? Oh, ja. Ich denke mal, den Smash Run werde ich jetzt nicht zu Ende zeigen müssen. Am Ende kommt dann halt wirklich einfach nur ein ganz normaler Smash. Und du hast dann halt statt Leben deine Kämpfer. Mehr nicht. Machen wir noch die Runde. Oh, die Lushina hätte ich gern. So, und da lang. Ja, Lushina kriege ich natürlich nicht. Na komm, zeig euch noch, was passiert bei den wenn du alle Schlösser einmal hast. Das ist nichts Besonderes. Oh, hinterlassen wir wieder eine Falle. War klar. Zum Beispiel, haben wir schon einen NPC, der viel hat? Nö. Wandle die Items in deiner Nähe um. Meinetwegen. So. Zack, zack. Und jetzt habe ich halt alle Stats oder ein Random Stat ein bisschen geboostet bekommen. Herzlichen Glückwunsch, das war's. Wenn jetzt nochmal ein Smash kommt, dann lassen wir es einfach. Wenn ihn besiegt. Ja. Okay, zeig mal noch den Yellow Devil. Ah, jetzt ist auch hier Mega Man Musik. So, nehmen wir hier Dixie Kong mit und bam. Jetzt geht's halt in diesem Kampf drum, wer den Yellow Devil den Gnadenstoß gibt. Springer in der Luft ein zusätzliches Mal, das ist sogar cool. Hey, die hat Lucina, wie unfair. Bereit? Los! Lol. Witzig. Und ihr könnt den NPC auch einfach ausschalten. Wobei hier absolut random ist, letzten Endes, wer gewinnt. Aber ihr habt auch nicht ewig Zeit. Wie ihr seht, ihr habt eine Zeitanzeige. Na komm. Ja, und jetzt geht er weg. Doch nicht. Na komm. Nein. Ich hab's nicht geschafft. Schade. Ja, ihr hättet dann halt ein Stat extrem geboostet bekommen, aber gut, egal. Das war's jetzt erstmal mit dem Smash Run. Das Finale werde ich jetzt nicht noch zeigen. Weil. Kommt halt nur mal ein Smash, ne? Ach, der bleibt auch noch. Okay, das wusste ich nicht. Egal. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder bei Super Smash Bros. Für die Wii U. Und bis zum nächsten Mal und ciao!